Markus André Meyer, 40 Länder, 120.000 Kilometer, verteilt auf Projekten wie Giro Germanic, 80 Days Around the World, Slow Way Home und jetzt Vespa Gentleman Giro. Es ist ein bisschen, ne? Er fährt im Anzug mit einer originalen 50-Kubik-Vespa und sammelt Geldspenden für Kinderkrebsstiftung. Wegen Corona ist aus der großen Europareise vorerst nur eine kleine Tour geworden. Und auf dieser hat er uns im Scooter Center besucht. Noch mehr? So ist perfekt. Natürlich habe ich mit ihm auf unserer Couch gesessen. So, here we go. Woher kommen diese Ideen für die Reise? Wann hast du deine erste Vespa erhalten? Ich bin 2020 mit einer AP50 mit Anita aus Portugal nach Hause gefahren, mit 50 Kubik und habe ganz viele Clubs in Spanien und Portugal getroffen. Und die waren so dankbar, dass irgendjemand sie besucht hat, dass jemand vorbeigekommen ist, dass ich gesagt habe, ich wollte einen positiven Impuls in die Vespa-Szene schicken, dass die Leute wieder aus ihrer Werkstatt rauskommen, dass wieder fahren und dass etwas Positives passiert. Und da habe ich eine Idee aus 2017 mit dem ersten Giro wieder aufgegriffen. Viele Leute kennen deine Geschichte und deine Erlebnisse wegen der Reisen. Aber wie sieht ein normaler Tag im Leben Markus Meyer aus? Also im richtigen Leben bin ich Social Media Manager. Okay. Betreue dann auch Firmenkunden mit ihren Social Media Accounts und in der Vorbereitung jetzt war sehr viel E-Mails, sehr viel Zoom-Meetings. Ich habe mit 1600 Clubs geschrieben und 35 Spendenorganisationen angeschrieben. Du hast früher etwas Ähnliches gemacht. Hast du die Möglichkeit, die Kinder kennenzulernen oder weißt du noch etwas? Ich habe ja 2017 schon mal eine Reise für wohltätigen Zweck gemacht und wir hatten damals eben auch für die Kinderkrebsstiftung in Heidelberg gesammelt und haben dort eben die Spendenübergabe auch gemacht bei den Waldpiraten. Und als ich dort auf den Hof gefahren bin, waren wirklich auch Kinder dort und haben sich mal auf meinen Roller gesetzt und wollten wissen, was ich da tue. Und da hatte ich auch die Chance, eben diese Kinder kennenzulernen und es war ein sehr spezieller Moment. Oh ja, sehr schön. Und wie viele Spenden sind bisher zusammengekommen? Also jetzt sind, bei Start hatten wir bereits 22.000 Euro in verschiedenen Ländern gesammelt und inzwischen dürften wir circa 45.000 Euro in den letzten 44 Tagen gesammelt haben. Also ich gehe davon aus, dass wir am Ende der Aktion unter Umständen schon bis zu 50.000 oder 60.000 Euro haben. Wie geht das Projekt weiter? Also ich werde jetzt noch, bis zum 25.08. werde ich noch nonstop on Tour sein. Und dann folgen noch einige Events, wie zum Beispiel die Vespa Alp Days, Scooter Center Open Day und auch noch in Rorschach ein Vespa-Treffen. Und ich hoffe, bis Ende September für dieses Jahr die Fahrten abzuschließen und das vorläufige Spendenergebnis bekannt zu geben. Und dann werden noch einige Versteigerungen und Verlosungen stattfinden und die Vorbereitung für die große Runde mit über 20.000 Kilometer nächstes Jahr. Wow. Das kriegst du hin. Und hast du bei deinem Motor einen Unterschied gemerkt? Ja, ich hatte ja dank Alex und eurer Hilfe hatte ich ja doppelt so viel Leistung wie eine normale V50 und es hat mir also durchaus geholfen, als ich da über die Alpen rüber musste und im Stallersattel zum Beispiel über 2000 Meter überquert habe. Mhm. Es ist definitiv besser zu fahren und angenehmer zu fahren. Dann bitte antworte schnell. Deine Vespa sollte sein alt oder neu? Alt. Viertakt oder Zweitakt? Zweitakt. Schön oder schnell? Schnell. Small frame oder large frame? Large frame. Und laut oder leise? Laut. Ich glaube, das war's. Gut. Und was ist dein All-You-Need? Mein All-You-Need? Mir fehlen noch zwei Kontinente, die ich gerne bereisen möchte. Südamerika. Genau, Südamerika. Ich muss noch deinen Club besuchen, Marisabel. Natürlich. Und Australien möchte ich auch noch umrunden. Ich habe mir das unter Umständen für meinen 50. Geburtstag werde ich mir das aufbewahren. Also ich habe 5 Jahre Zeit zu sparen. Ah, gut. Okay, Alex kontrolliert gerade deinen Motor, deine Eleonor. Dann könnten wir gehen und gucken, was macht er da.
Und vielen, vielen Dank. Und ja, bis nächstes Mal. Ne? Ciao.